Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch einen speziellen Adventskalender, den habe ich beim Busi-Shop bestellt. Das ist der 12 Tage Love Actually Adventskalender, also von tatsächlich Liebe stammt dieser Kalender. Also das ist ein Herz, hat 12 Tage. Ja, wir gucken einfach mal rein. Ich sage euch auch gleich, was der gekostet hat. Da muss ich gleich mal gucken, wenn ihr mit mir reinschauen wollt. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor ich jetzt starte, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr sogar neu hier seid auf meinem Kanal, ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, den Kalender, den packt auch die liebe Claudi aus, da könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Das ist ein wirklich süßer Kalender, ich finde den niedlich. Actually, Love Actually, 12 Tage Adventskalender, da sind Make-up-Produkte drin, der kostet 43,95 €. Ist vegan und tierversuchsfrei, habe ich beim Busi-Shop bestellt, werde ich euch auch mal verlinken und wir packen den jetzt mal aus. Der hat 12 Türchen, also der ist aufs Türchen gerechnet, glaube ich, gar nicht mal so günstig. 43,95 € geteilt durch 12, ja, 3,66 €, das ist aber okay. Wie gesagt, das ist ein Herzchen. Ach, der ist gar nicht, Leute, den kann man gar nicht wiederverwenden. Das ist ein Aufreiß-Adventskalender, na gut. Egal, wir machen das jetzt mal auf und gucken mal rein, ob der sich lohnen wird. Wir starten mit Türchen Number 1. Ah, man kann das aber nachher rausnehmen und kann das Herzchen wiederverwenden. Das ist schön. Ich werde jetzt hier die Sachen nicht wirklich aufmachen, weil ich denke, ich werde ganz viel auch an euch verlosen. Wir haben hier ein Herz-Lippenstift, aber der ist innen nicht herzig, sondern ist einfach ein roter Lippenstift. Ist halt relativ günstig gemacht, so von der Verpackung, aber das sieht niedlich aus. Leute, mein Nachbar ist am Mähen. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Ich weiß nicht, wann ich die Videos sonst drehen soll. Ich muss mal gucken. So, wir machen mal weiter in der Hoffnung, dass euch das beim Nachbar nicht stört und ihr das nicht so arg im Hintergrund hört. Hier haben wir einen Lip Liner in der 2 drin und zwar einen rosafarbenen. Also es ist wirklich hier so ein richtiges Rosa. Ich finde den jetzt nicht so schön. Ich mag rosane Lippen nicht so gerne an mir. Ich denke aber, hier war eben noch ein anderer, den ich gesehen habe, dass hier noch eine andere Farbe drin ist. Passend zum Lippenstift tut der jetzt nicht. So, wir machen mit Türchen Nummer 3 weiter. Ach, irgendwie, mal gucken. Das, die Verpackung ist nicht so cool. Das ist schön. Das ist ein Herz und zwar ein Blusher. Oh, ist der hübsch. Das ist, glaube ich, ein Cream Blush. Ich will den nicht andatschen, weil ich nicht weiß, ob der bei mir bleibt. Ich glaube, das ist aber ein Cream Blush mit Glitter drin. Ganz hübsch. Wir machen mit der 4 weiter. Im Türchen Nummer 4 sind Lashes drin. Also das ist so, ich finde, das ist irgendwie wie so ein Valentinstags-Adventskalender. Hier haben wir False Lashes drin, eben von Revolution. Ich trage schon lang keine mehr, beziehungsweise ich trage nur meine von MAC Lashes. Die gehen safe an euch. Also die sind schön, die sehen bestimmt gut ausgetragen, aber für mich, ich mag nicht kleben. Ich mag das absolut nicht. Bin kein Lashes-Fan mehr. Das ist rum bei mir. So, Türchen Nummer 5. In der 5 haben wir einen Lipgloss drin. Der ist schön. Das ist so ein Rosé Metallic Lipgloss, eben in Herzform. Der ist dann eben passend zu dem Lip Liner. Genau. So, Türchen Nummer 6. Der Nikolaus. Hier haben wir drin einen, so ein Make-up. So eine Make-up-Quaste, so zum, also das ist wie aus dem K-Beauty-Bereich, wo man sich dann zack, 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 zack das Make-up mit aufklopfen kann. Das finde ich gut, das finde ich praktisch, aber in einem 12-Tage-Kalender halt ein bisschen mickrig als Tool, oder? Doch, finde ich okay. Türchen Nummer 7. Also ich glaube halt, ich bin halt auch nicht so die Zielgruppe von diesem Kalender, um ehrlich zu sein. Ich weiß es nicht so. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Hier haben wir eine Mascara drin. Das finde ich aber gut, dass eine Mascara mit drin ist. Wie die jetzt ausschaut, kann ich euch nicht sagen. Das ist einfach eine Mascara eben mit 7 ml, aber Full-Size-Größe. So, Türchen Nummer 8. Da haben wir einen Lip Liner drin. Der sieht so aus und zwar einen braunen. Oder ist das kein Lip Liner? Doch, Lip Liner in braun. Ja, braun und rot, so macht man ja jetzt, gelle. Puh, ob ich den mal aufhebe für mich und das mal austeste, so finde ich schon ganz schön einen braunen Lip Liner. Ich schwöre, ich hätte jetzt fest mit einem roten Lip Liner gerechnet, weiß ich nicht. So, direkt daneben die Nummer 9.
ist ein Make-up-Sponge drin, ein Herz, das ist süß. Hier steht einmal Love Actually drauf. Ja, ne, ein Spongy, kann man immer gebrauchen. Und Türchen Nummer 10. In der 10 haben wir, auch das ist doch was für unsere Santa Claudi, ein Haarband drin, ein Santa-Haarband. Das ist für die Claudi. Normalerweise müsste ich der das schicken, wenn sie genug hat. Die hat ja immer ihr Santa-Claudi-Kostüm an. Da könnte ich nicht hier sitzen. Das ist nichts für mich. Und ich könnte auch nicht immer gleich aussehen. Das mag ich nicht. So, das ist ein Haarband. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Für mich ist es nichts. Sagen wir es mal so. Aber ich glaube, für Claudi ist es was. Ja, hier haben wir... Also ich sage, ich bin nicht so die Zielgruppe. Hier haben wir jetzt so zwei kleine Haarspängelchen. Das sind... Ich kann mal eins reinmachen, um euch das zu zeigen. Herzchen. Einfach Herzchen. Könnt ihr anziehen, wenn ihr verliebt seid oder so. Nee, ich weiß nicht. Also für mich, wie gesagt, ist es nichts. Ich würde mir diese Herzchen jetzt nicht anziehen. Ja, sind halt so zwei Klipse. Ich würde aber auch sagen, Revolution macht ja immer aus allem irgendwie eine LE, oder? Täusche ich mich? So, Türchen Nummer 12. Das letzte Türchen. Hier haben wir drin... To me, you are perfect. Eine Lidschattenpalette. Mit Herzchen innen drin, also sind auch wieder hier so wärmere Farben. Also meinen Vorstellungen von der Lidschattenpalette entspricht das nicht. Es ist aber super cute, also es ist wirklich richtig niedlich. Ich finde, also ich finde schon schön, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut, aber für mich nicht. Es ist niedlich gemacht mit den Herzchen. Ja. Eine Lidschattenpalette. Ihr Lieben, das war der Actually Love Adventskalender von Revolution mit 12 Tagen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender findet. Ich bin sehr gespannt. Also ich sag mal so, ich bin nicht die Zielgruppe. Mir persönlich gefällt der nicht wegen den Farben, weil das alles nicht so mein Geschmack ist. Der ist aber trotzdem niedlich. Also man hat alles so drin, also so wirklich ein bisschen Make-up, ein bisschen was an Tools. Das Haarband gefällt mir leider nicht. Die Haarspangen auch nicht, die Lashes auch nicht. Deshalb, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, also ihr könnt euch eine Meinung darüber bilden. Falls ihr den haben wolltet, habt ihr jetzt eine schöne Meinung von mir. Mir gefällt der nicht. Ich würde mir den nicht nochmal kaufen für 43 Euro, wobei man ja sagen muss, also so Preis-Leistung, man hat hier schon schöne Sachen mit dabei. Muss man halt mögen. Ich würde dieses Herz hier neu befüllen. Da würde ich jetzt die Sachen hier alle wieder reinpacken und würde in diesem Video diesen kompletten Kalender einmal, so wie das jetzt ausgepackt ist, an euch verlosen, an einen von euch. Macht da super gerne mit. Schaut noch bei der Claudi vorbei, falls ihr Interesse habt. Alle Infos zur Verlosung stehen unten in der Infobox drin. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Seid gerne Abonnent von meinem Kanal. Gebt dem Video noch ein Däumchen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Unboxing wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories.